dem ACS gerade sprechen. Ja, gut, dann wunderbar. Bis später. Ciao. Ja, ciao. Sorry, war gerade noch am Telefonieren. Alles gut, was hat das gute Stück? Ich vermute, dass es in der Garage Marder gibt. Also ich würde mir dreimal überlegen, an der Meeting Point nochmal das Auto einzuparken. Ich würde einfach behaupten, dass da Marder drin war. Okay, können Sie mal die Kofferraum die Motorhaube öffnen, bitte? Ja, warten Sie. Muss ich einmal kurz ins Auto rein? Ja. Ach, das ist immer dieser Hebel. Mann, bis ich den irgendwann habe. Ja. Ja. Ich war's nicht, ich war's nicht. Was ist das? Was haben Sie da? Ja, Moment. Hier, Jeff hier, hallo. Ist da jetzt eine Katze drin? Ja, ja, ich ruf sofort zurück. Können Sie mir mal erzählen, warum da eine Katze drin sitzt? Das frage ich Sie gerade. Die Katze habe ich bis dato noch nicht gehört. Ja, die faucht mich aber die ganze Zeit an. Ja, ich vermute einfach, weil sie qualmt. Nehmen Sie die da am besten raus. Ja, warte nicht. Ich mach das. Oh Gott. Vorsicht, Deckung. Ah. So. Haben Sie jetzt gerade die Katze erschossen? Ja. Ist das jetzt gerade Ihr Ernst? Aber die hat mich angegriffen. Aber Sie können doch nicht die Katze im Motorraum erschießen. Ich krieg die aber anders nicht raus. Die hat bestimmt Tollwucht oder sowas. Ist das gerade... Sie haben jetzt gerade die Katze im Motorraum erschossen. Ja. Und wer macht die Katze da jetzt raus? Ja, ich. Ich muss aber von unten das Bodenblech erstmal abnehmen. Okay. Ich bin sprachlos. Ja, das macht ja nichts. Das ist meine Frau, die Hilde, auch immer. Die nächste Frage ist, haben Sie Waffenschein? Ich? Ja. Was ist das? So, jetzt ist mal eben hier das Bodenblech an weg. Aber Sie flexen das doch gerade weg. Ja. Wie soll ich das denn sonst wegnehmen? Na, macht man das nicht mit Schrauben und so weiter? Das ist alles überflüssig hier. Sie wissen, dass das Auto 90.000 gekostet hat. Nee. Wenn Sie fertig sind, ist es halb so viel wert. Das können Sie so nicht sagen. Ja, teilweise nimmt es das. So. Du darfst eins nicht vergessen. Mal die Katze hier rausziehen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit der Bestechung. So. Der Einschleusung und so weiter und so fort. So, jetzt hier vorne. Moin, Keks. Eben. So, jetzt aber nochmal. Ja, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss hier noch die beiden Schläuche wechseln. Er hat gerade die Katze im Motorraum erschossen. Da war eine Katze drin. So. Ist das dein Ernst? So. Zack, fertig, wie neu. Trotzdem haben sie die Katze erschossen. Ich muss sie mal wegbringen, Moment. So, Katze entsorgt. Wir haben die Katze doch jetzt nicht ernsthaft da hinten gerade hingepackt. Doch, da. Da. Warum machen sie das? Eine Katze ist doch ein Lebewesen. Ja, aber so wie die gefaucht hat und mich gebissen hat, hat die bestimmt Tollwucht. Es gibt einen Unterschied. Es gibt einmal die Tollwut und es gibt das Auswuchten der Reifen. Das, was eine Katze haben kann, ist Tollwut. Und wenn sie Reifen auswuchten, dann nennt man das Wuchten. Okay. Aber sie können doch keine Katze erschießen. Jeff, ich glaube, ich habe dein Auto angestupst. Ja, ich hab's gesehen. Sie kennen den Herrn? Tut mir leid. Sie kennen den Herrn? Hallo? Den Herrn vom ACLS, ja. Ja. Der hat gerade hier eine Katze erschossen. Jeff, du hast eine Katze erschossen? Ja, er hat eine Katze gerade erschossen. In meinem Motorraum. War das eine Katze oder war das eine Sprungratte? Nein, es war eine Katze. Was? Jeff, war das eine Sprungratte oder eine Katze? Wow. Das war ein vierbeiniges Viech, was behaart war und das hat mich gebissen. Und konnte springen?
Weiß ich nicht, das habe ich da rausoperieren müssen. Es war ja schon tot, er konnte ja nicht nachvollziehen, ob es springen kann. Du machst einen guten Job, Chef, weiter so. Schönen Danke Abend. Dir. So, sehen Sie? Ich mache einen guten Job. Okay. Die haben nämlich gar keine Ahnung. Okay, stellen Sie mir eine Rechnung aus, bitte. Ja. Das macht 300 Dolaros. Ja, machen Sie mir bitte die Rechnung fertig. So, bitteschön, Moment. So. Bitteschön. Ja. Soll ich die Katze wieder mitnehmen? Es wäre schön, wenn Sie die Katze vernünftig beerdigen. Es ist ein Lebewesen. Ja, meine Frau, die macht da immer Gulasch vorn und zieht das Fell runter. Nein, lassen Sie die Katze da hinten liegen. Ich kümmere mich selber drum. Okay. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, ebenso. Bis hoffentlich nicht demnächst. Okay. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Leitstelle von der 40. Die fit? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich, Ja, das ist gut. Roadkill Gulasch, ja, das ist das Beste. Aber er hat eine Katze in meinem Motorraum erschossen. Teilweise. Also, Petersen ist definitiv noch im Urlaub. Calais ist, glaube ich, ab heute nochmal im Urlaub gegangen. Bianco ist da. Kolnitzer-Chanowski ist da. Ich werde nächste Woche definitiv Urlaub haben, weil ich nächste Woche ja heirate. Das heißt, da werde ich mir ein paar Tage Auszeit gönnen. Aber, wie gesagt, wir haben davor noch eine Verhandlung gegen die Grove Street. Ja. Auch Mahlzeit. Hallo, Herr Merino. Herr Wess, ich bin sofort für Sie da. Ich habe gerade noch ein anderes Problem. Ja. Alles klar. Bis gleich. Ciao. Herr Rabe. Moin. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich habe ein Problem. Erzählen Sie. Ich habe eine tote Katze in meinem Kofferraum. Das ist ekelhaft. Das war der Herr vom ACLS. Die Katze war der, also warte mal, war die Katze der Herr vom ACLS? Oder nein, der Herr ich habe mein Fahrzeug ausgeparkt
Und der hat es auf, also der hat die Motorhaube aufgemacht und im Motorraum war eine Katze. Und ich habe gesagt, er soll die Katze wegmachen, weil die hat noch gelebt. Und er hat ohne Vorwarnung auf die Katze geschossen. Und schon wieder? Hat die Katze in meinem Motorraum erschossen. Wie, was heißt schon wieder? Ja, schon wieder heißt, dass ich das schon, dass ich das irgendwo herkenne. Wie bei Pfizer gegrüßt. Sie kennen das schon. Naja, schon wieder, ja, also ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört, dass ACLS in Motorräume reinschießt, weil Katzen da drin sind. Okay. Haben Sie eine Idee, weil ich mich tierisch aufgeregt habe, wie man wo ein Katzenfriedhof, Tierfriedhof irgendwie ist, damit ich das Tier loswerde? Meines Wissens nach müssen die doch sogar verbrannt werden, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich 0,0 Ahnung. Also ich glaube, die müssen in dem hier also bei uns verbrannt werden, weil die sonst eventuell Seuchen, ne, und so. Ja, ja. Ihr habt zufällig kein Krematorium hier im Haus? Nee. Dann haben wir gerade abgebaut. Mal bei den Medizinern an und frag mal danach, ob die eventuell... Ja. Aber vielleicht sollten sie mal beim ACS anrufen und nachfragen, ja, was da los ist. Wissen Sie, wer da war von denen? Er hieß Jeff. Jeff, okay. Genau, richtig. Super, ja, dann tut mir das um die Katze leid und ja, um sie, dass sie sich damit jetzt beschäftigen müssen. Ja, ich muss gucken, was ich da mache. Ich gehe erst mal zur Presse. Ich, ja. Herr Rabe, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienst. Das gleiche. Danke. Hoffentlich eine rote Katze. Ciao. Ja, Rio, ich habe nicht gesehen. Ja, ein paar.